zufrieden sind wir nicht. Wir wollten das Spiel gewinnen. Ich glaube, das haben wir auch dokumentiert mit der Aufstellung, so wie wir angefangen haben und wie wir in den ersten Minuten aufgetreten sind. Ich glaube, wir hatten in den ersten Minuten 200%ige Chancen, wo wir zweimal gut durchspielen auf unserer rechten Seite, den Querpass bringen, einmal danach den Pfosten treffen und einmal nicht energisch genug zum Torabschluss kommen. Danach, muss ich allerdings sagen, haben wir es kaum noch geschafft, uns in Szene zu setzen offensiv. Chemnitz ist immer stärker geworden, hat uns ein bisschen den Schneid abgekauft. Wir haben die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld nicht mehr gewonnen und sind so nicht mehr nach vorne gekommen. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit so fortgesetzt. Ich glaube, wir hatten eine gute Möglichkeit in 45 Minuten und das ist einfach viel zu wenig für unsere Ansprüche. Da muss ich die gesamte Mannschaft in die Pflicht nehmen, dass man weiß, was auf einen zukommt. Das haben wir ganz deutlich gesagt, dass es hier über den Kampf geht. Und das haben sie am Anfang gut geschafft, aber sich danach den Schneid abkaufen lassen. Und deshalb hat es auch nur zu einem 0:0 gereicht, das am Ende sicherlich glücklich war. Glückwunsch für die gute Leistung. Gewinnt der FC. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man in der Liga bei uns spielen muss. Ja, also wie der Carsten schon sagte, wir hatten hier in der ersten Minute Glück mit diesen Pfosten. Weil Gott sei Dank nicht ins Tor ging und danach gab es eigentlich nur eine Mannschaft, die ich gesehen habe, die nach vorne gespielt hat, mit viel Willen, mit viel Laufbereitschaft. Ja, auch mit Kampf, aber auch durchaus mit spielerisch guten Aktionen. Und das diesmal wirklich durchgehend. Wir haben ja oft in den letzten Wochen bemängelt, dass es mal 40 Minuten und mal 60 waren. Diesmal waren es in der Tat 90. Und dass es nicht zum Sieg gereicht hat, ist schade. Aber gleichzeitig ist das, genau wie es eben schon angeklungen ist, das, was wir rüberbringen müssen. Und dann werden wir den Punkt holen.